In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man den Halter für die Luftpumpe am Fahrrad montiert. Das ist der Halter. Der hat hier auch wieder Löcher für die Schrauben dann, die in den Rahmen reingeschraubt werden. Das ist die Luftpumpe selber, die ich nachher mitführen möchte. Und das ist das Werkzeug, was ich dazu benötige. Ein 4er Innensechskant, auch Imbusschlüssel genannt. Ja, jeder, der schon mal ein IKEA-Regal aufgebaut hat, oder einfach unter Werkzeug, Zubehör fürs Fahrrad, kann so einen Schlüssel haben oder hat so einen Schlüssel. Ist nichts Besonderes, denke ich, in jedem Haushalt zu finden. Ja, nun zeige ich euch, wie das montiert wird. In meinem vorherigen Video hatte ich euch ja schon mal gezeigt, wie ich hier an den beiden Stellen den Getränkehalter montiert hatte fürs Fahrrad. Ja, und hier sind ja auch zwei Stellen, wo ich auch den Getränkehalter montieren kann. Also ich konnte es mir beim Getränkehalter aussuchen, weil es beides gepasst hat. Mit der Luftpumpe sieht das etwas anders aus, weil wenn ich die hier an diesem senkrechten Rohr montieren würde, würde mir die Luftpumpe in den Pedaltrieb mit reinkommen. Und das geht natürlich nicht. Aus dem Grund bleibt hier nur die Möglichkeit, dass ich auch hier an einem Querrohr die Luftpumpe montiere. Das zeige ich euch nun. Mit dem Innensechskant drehen wir die Schrauben aus dem Rahmen raus. Wir lösen die einfach nur. Dann lassen die sich in der Regel schon leicht mit der Hand rausdrehen. Die sitzen nicht fest. Sie sollen auch nicht so fest wieder reingeschraubt werden, sonst zerstört man nachher das Gewinde. Also hier muss man ein bisschen vorsichtig sein. So nach gutem Gefühl andrehen. Handfest, sage ich immer. Dann kann auch nichts passieren. So, die Schraube lösen wir. So, dann haben wir die Schrauben beide draußen. Nun nehme ich meinen Halter für die Luftpumpe. Da muss ich etwas aufpassen. Der ist auch hier gebogen. Das heißt, das geht mit der Biege der Stange auch. Und so soll das nachher sitzen. Aus dem Grund baue ich auch so den Halter dann wieder an. Ja, ich nehme meine Schrauben dann und setze die wieder handfest dann an. Hier drehe ich so lange mit der Hand rein, wie es mir geht. So, handfest angesetzt. Die zweite Schraube auch noch rein. Hier drehe ich mit der Hand wieder fest an. So, das habe ich. Und dann mit dem Innensechskant die Schrauben noch vorsichtig wieder anziehen. So, dass es fest ist. So, und dann nehme ich einfach nur noch meine Luftpumpe. Stecke sie dran und fertig montiert ist der Halter für die Luftpumpe am Fahrradrahmen.